kleiner Bär. Hier in Jakutien haben wir lange Winter. Jeder wurde müde, auf das Ende des Winters zu warten. Endlich wurde es wärmer und der Schnee begann zu schmelzen. Tiere, Vögel und Fische waren begeistert, denn der Frühling ist gekommen. Hier ist ein kleiner Bärenjunge, der erst geboren wurde. Er freute sich ebenfalls über den Frühling. Er war sehr jung und wusste noch nicht einmal, dass er ein Bär war. Seine Mutter, eine Bärin, wollte, dass er zu einem richtigen Bären heranwächst. Groß, klug und stark. Um groß zu werden, musst du essen. Ich will nicht, ich werde nicht. Eh schon wieder. Ich will nicht, ich werde nicht. Du musst so viele Dinge lernen. Ohne meine Hilfe gerätst du in Schwierigkeiten. Dir kann alles Mögliche passieren. Mit wem spreche ich? Mit dir oder einem Wurm? Komm hierher. Wo bist du? Schau, das sind Käfer. Sie sind sehr lecker, wie Bären. Fang sie einfach. Wo bist du schon wieder? Warte. Hör zu, folge mir und verirr dich nicht. Was für ein Fluch. Geh vor mir her, wenn du dich nicht benehmen kannst. Wohin willst du dieses Mal? Oh, ich werde verrückt. Was für ein Kind. Steig ab und ich rede mit dir. Danach nahm die Bärin ihren Sohn zum Fischen. Hier sind wir. Bitte geh nicht ins Wasser, das schaffst du allein nicht. Nein, habe ich gesagt. Versuch es erst gar nicht. Das Wasser wird dich wegtragen. Kannst du das nicht verstehen? Du bist nur ein Kind. Bleib hier. Ich will nicht. Ich werde nicht. Ich bin kein Kind. Ich kann sein, wer auch immer ich sein will. Alle sind groß. Ich bin sogar noch größer. Plötzlich sprang jemand aus dem Boden und rannte weg und erschien dann wieder. Wer bist du? Fragt der Bärenjunge. Ein Gopher. Ein Gopher? Was kannst du tun? Pfeifen. Pfeifen, aber warum? Siehst du, sagt der Gopher. So reden wir miteinander. Reden? Das ist großartig. Ich will auch ein Gopher sein. Ich werde gleich pfeifen. Bär! Wo ist dein Bär? Ah!
Der Bärenjunge fühlte sich beleidigt. Ich möchte kein Gopher sein. Alles, was die können, ist pfeifen. Oh, und diese hier pfeifen auch. Seid ihr auch Gophers? Oh, was ist das? Hörner. Hörner? Wer seid ihr? Ich bin ein Hirsch. Ein Hirsch? Was macht ihr hier? Ich esse. Essen? Was esst ihr? Moos. Es ist sehr lecker. Was könnt ihr noch? Rennen. Ich will auch rennen. Ich will auch ein Hirsch sein. Oh, ich möchte kein Hirsch sein. Dann entdeckte der Bärenjunge jemand anderen. Ich muss Hallo sagen, aber wie kann ich das nur? Beine unten, Beine oben. Was kann das sein? Wer seid ihr? Ich bin eine Ente, antwortete stolz eine Ente. Eine Ente? Was könnt ihr? Was? Ich kann schwimmen, tauchen und schön laufen. Schön laufen? Ich will auch eine Ente sein. Und so liefen sie bis zum späten Abend. Aber dann hatte der Bärenjunge genug vom schönen Laufen und fragte, was könnt ihr noch? Ich kann fliegen. Ich bin genauso gut wie du. Ich bin eine Ente. Ich bin... Dann fragte der Bärenjunge jemanden, der erschrocken wegrannte. Wer war das? Ein Wolf. Ein Wolf? Habt ihr vor niemandem Angst? Aha. Seid ihr der Stärkste? Warum nicht? Was macht ihr? Ich esse Honig. Honig? Was ist das? Das will ich auch. Wer seid ihr? Ich bin ein Bär. Bär? Mama. Ich will kein Gopher sein. Weder ein Hirsch noch eine Ente. Wirklich? Was willst du sein? Ich will ein Bär sein. Ein Bär? Das ist gut. Immerhin bist du ein Bär, aber noch ein winziger.
Auf dem Heimweg fragte der Bärenjunge, bist du ein Bär, Mama? Natürlich, schließlich bin ich deine Mutter. Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, da lebte ein Zar. Nein, nein, nicht dieser. Auch nicht dieser. Und dieser. Und dieser. Und sicher nicht der. Sein Ur-Ur-Urenkel. Das ist er. Aha, natürlich mit der Zarin und seiner Mutter. Nun, sie war nicht seine Mutter, sie war seine Stiefmutter, eine praktische Person. Sie würde eine Karte herausnehmen und anfangen, Pläne zu schmieden. Es ist angenehm, ein Zar zu sein, der gepflügt, gesät und gehackt wird. Wieso ist das so? Nur weil sie für das ganze Land verantwortlich sind. Sie haben das Kommando über die Armee. Sie beschützen das einfache Volk. Die Feinde schlafen nicht. Deine Feinde sind überall. Es liegt an ihnen, ob sie den Germanen kämpfen oder die Ergänze vor den Horden schützen. Wenn nicht, heirate. Wähle eine teutonische Prinzessin. Sie verfügt über ausgezeichnete Manieren, während die germanischen Krieger sowohl die Grenzen als auch das Land vor der Horde beschützen werden. Aber es wird allen sicher im Ort sein. Du magst sie nicht, oder? In diesem Fall werden sie mit der Horde in Verbindung gebracht. Ich habe dort einige Bekannte, wir finden die beste Braut für dich. Wenn du dich mit ihnen verbündest, wirst du den Krieg mit den Germanen gewinnen. Die Leute der Horde sind sicherlich unhöflich und grob. Allerdings führt nichts zu nichts. Liebe Mutter, was du da vorschlägst, passt nicht zu mir. Ich bin kein Kind mehr. Ich werde meine Frau alleine finden, die beste Frau aller Welt. Mit Beinen bis zu den Knien in Gold. Diese Frau wird mir 2, 3 Helden gebären, die in der ganzen Welt bekannt sein werden. Lass deine Bekanntschaften nach Hause gehen. Oh, lieber Sohn, du bist schon reif genug. Deshalb kannst du selbst Entscheidungen treffen. Also denke ich, du möchtest, dass ich so schnell wie möglich verschwinde, nicht wahr? Das wird niemals wahr sein. Nun, es ist nicht einfach, ein Zar zu sein. Man kann sich nicht richtig um die Zarin kümmern. Ich will gar nicht von der Suche nach einer guten Frau sprechen. Ach, ich wünschte, ich könnte ein Vogel sein. Man kann überall hinfliegen. Ansehen, wenn man will. Ja, wovon sprach ich? Nun, nimm, was du willst. Nun, nicht alles natürlich. Nein, alles. Wenn du es willst, kannst du über den Boden fliegen, unter Wasser schwimmen. Kein Zar könnte das tun. Allerdings gibt es hier den Traum des Zaren, nur ein paar Kilometer tief im Meer. Dort lebt ein äußerst geschicktes Mädchen mit Armen bis zu den Ellbogen im Silber. Die Tochter des Meereszaren hatte ihrerseits auch einen Traum. Oh ja, erkennt er ihn? Wenn ein Mädchen etwas will, kann nichts ihren Weg versperren. Und während unsere Hoheit träumt, wartet ihr Schicksal am Ufer auf ihn. Oh, listige Mädchen! Wie werdet ihr auf der Oberfläche leben? Was ist, wenn ihr nicht willkommen seid? Was ist, wenn seine Verwandten euch nicht mögen? Wie dem auch sei, man kann dem Herzen nicht vorschreiben, was es fühlen soll. So fand also der Zar seine Braut für sich. Mit Beinen bis zu den Knien im Gold und Armen bis zu den Ellbogen im Silber. Das Ende. Allerdings scheint es noch nicht das Ende zu sein.
so eigensinnig wie die Zarin beschloss, alles nach ihrem eigenen Willen zu tun. Sie schickte eine Depesche an den Khan der Horde und sagte ihm, dass ihr Sohn nicht hören werde. Also müsste er ein wenig eingeschüchtert werden. Genau. Inzwischen entschied sich der Zar, Söhne großzuziehen. Drei Helden mit Beinen bis zu den Knien im Gold und Armen bis zu den Ellbogen im Silber. Leider verloren die Grenzen ihre Sicherheit, also war es notwendig, sie zu schützen. Auf Wiedersehen, meine Lieben, keine Sorge. Ich werde bald zurückkommen und einen Sieg erringen. Die Zarin war glücklich, bis sie ihren Sohn weggeschickt hatte. So, dass er sie nicht daran hindern würde, sich angemessen um die Schwiegertochter zu kümmern. So ein Wunder, sogar das Meer schien der Frau des Zaren zu helfen. Es nahm die Babys weg. Die junge Mutter fühlte sich noch schlechter, dass sie ihre Kinder verloren hatte und sich nicht um die Helden gekümmert hatte. Es stimmt, dass man sagt, du wirst Pech haben, wenn deine Schwiegermutter dich nicht mag. Also beschloss die Zarin zu verkünden, dass die Schwiegertochter eine Hexe sei. Und sie vor Gericht zu stellen. Dass sie es irgendwie erklären musste, dass ihre Schwiegertochter Arme bis zu den Ellbogen aus Silber hatte. Sie war ein Meerwolf und so waren es auch ihre Kinder. Sie sollte den Hof des Zaren nicht entweihen und die Menschen blamieren. Verbrennt sie! Die Bojaren hatten Angst zu richten, da sowohl die Zarin als auch die Hexe sie mit Furcht erfüllten. Der Zar war nicht weniger furchterregend. Deswegen beschlossen sie, die junge Frau des Zaren in ein Fass zu stecken. Und es ins Meer zu stoßen. Das Wasser soll richten. In der Zwischenzeit hatten zwei riesige Armeen, die des Zaren und die des Khans, eine große Schlacht. Oh, sie werden sich gegenseitig umbringen und das Mädchen wird ein Ende haben. Warte mal. Wir brauchen definitiv kein Ende. Wenn jemand nicht warten kann, tritt vor und vergleiche deine Stärke mit der deines anderen. Will das jemand? Nun, wenn nicht Stärke, dann vielleicht Klugheit oder Verstand? Ich will. Das ist vernünftig, denn es lohnt sich nicht, so viele Menschen auf einmal zu töten. Wem werde ich dann Märchen erzählen? Nein, wir machen es anders. Jedes Problem kann gelöst werden. Hey, warum bist du so traurig? Das Meer ist dein Zuhause und der Meerzar hat seine beiden Enkelsöhne bereits gerettet. Und wird seine Tochter nicht in Schwierigkeiten lassen. Ein Vaterherz ist nicht aus Stein. Ich habe dir nicht gesagt, dass die Leute ihre Töchter von Meerzar nicht mögen. Du hast dich amüsiert, das reicht. Geh nach Hause und zieh Kinder groß. Allerdings wollte die junge Frau des Zaren sich nicht für immer von ihrem Mann trennen. Sie sagte, ich kann ohne ihn nicht leben, weil ich ihn so sehr liebe. Der Großvater konnte seine Enkelsöhne nicht verlassen, die Tochter auch nicht. Wer auf dieser Welt könnte solch ein zartes Herz daran hindern, zu tun, was es will? Oh, liebe Tochter, du bist so erwachsen geworden, du kannst alles selbst entscheiden. Gut, ich lebe auf der Oberfläche. Hier ist eine Stadt für dich, hier ist dein Palast. Und hier sind deine Untertanen, wie du es sie so sehr gewünscht hast, unter Menschen zu leben. Inzwischen kämpfte der Zar wütend. Er hatte einen Kampf auf Leben und Tod. Oh, was sage ich da? Er kämpfte um den Reichtum der ganzen Horde. Der Khan schien nicht so gut in Schach zu sein. Er konnte noch nicht einmal dieses Spiel gewinnen und ruinierte die ganze Horde. Er wollte es jedoch zurückgewinnen. Hier ist meine Pelzmütze und mein Kopf gleich noch dazu. Ich setze die ganze Horde. Verdammt, wer ist das? Das ist ein Bote, der aus der Hauptstadt kommt. Oh! Das sind Neuigkeiten.
Die Zarin träumte immer noch davon, das Reich zu regieren. Nicht davon, im besten Alter Großmutter zu werden. Allerdings sagten die Karten ihr das nicht voraus. Einfach nicht. So machte sich der Zar aufs Meer, um seine geliebte Frau und seine Heldensöhne zu suchen, die auf der wunderbaren Insel vor dem Tod gerettet wurden. Land! Was? Schau, da ist eine Insel! Die Geschichte nähert sich ihrem Ende. Die Zarin fühlt, dass es fast nichts mehr zu retten gibt. Das ist eine Hexe. Zuerst tötet sie ihre Kinder und jetzt versucht sie ihren Mann zu ermorden. Aber etwas stimmt hier nicht. Was ist los? Oh, der Ehemann scheint am Leben zu sein. Und hier sind die Kinder. Nein, das muss noch eine Hexe sein. Nun, jetzt ist es definitiv das Ende. Da war kein Unterschied zwischen Füchsen und Leuten. Füchse hatten weiße Farbe. Und sie hatten dieselbe Höhe wie Menschen. Und lebten in Zelten. Sie waren gute Nachbarn zu Leuten. Oh! Eines Tages änderte sich alles. Schau. In einem Camp in der Nähe eines Flusses lebte ein Fuchs. Er mochte es nicht zu arbeiten und er trickste stets seinen Nachbarn Kovshichan aus. Kovshichan machte Suppe und wollte sie dem Fuchs geben. Oh! Oh. Oh, sie ist so gut. Kann ich noch mehr? Ich hab keine mehr. Oho, du isst so viel und wäschst nicht mal das Geschirr. Nachdem du fertig bist, du fauler Knochen. Der Fuchs war beleidigt. Er entschied sich, Kovshichan zu ärgern. Er holte ihn ein und sagte, Kovshichan, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Auf der Campseite. Lass uns schwimmen gehen im Fluss. Vielleicht finden wir etwas Leckeres. Ja, wir haben keine Zutaten mehr. Vielleicht müssen wir auch unser Hirsch essen. Hey, was ist, wenn wir uns verlaufen? Wir würden uns nicht mit mir verlaufen. Wir tun das Boot in die Richtung, wo wir hin müssen, und so werden wir uns nicht verlaufen. In Ordnung.
Der Fuchs und Kovshichan treiben den Fluss entlang. Kovshichan hatte nie so gesprächig gesehen. Schau, schau, es ist hier so schön. Der verzauberte Kovshichan ist still. Wir sollten uns das Vogelnest anschauen. Oh, da ist so viel Fisch. Bist du müde, mein lieber Kovshichan? Lass uns ein bisschen ruhen. Unsere Stärke wieder sammeln. Leg dich schlafen, ich starte ein Feuer. Als Kovshichan dann einschlief, drehte der Fuchs das Boot in die andere Richtung. Kovshichan würde es nicht herausfinden, dass sie jetzt zurückschwimmen würden. Sie wachten am Morgen auf und gingen zum Boot. Kovshichan war verwirrt. Schau, der Fuchs, wir gingen in die andere Richtung, oder? Nein, nein, schau, das Boot zeigt in die andere Richtung. Es war sonst nichts zu tun, also gab er ihm recht. Sie stoppten dann am Ufer. Schau, schau, da ist die Lichtung, wo ich den Hirsch sah. Kovshichan war verwirrt. Es ist nicht gut, den Hirsch von einer anderen Person zu essen. Ja, iss einfach, auf meine Kosten. Kovshichan konnte nicht ablehnen und willigte ein. Freunde aßen eine ganze Woche lang, bis sie alle Hirsche aufgegessen hatten. Plötzlich sagte der Fuchs: Schau, Kovshichan, was ich dir jetzt zeigen werde. Kovshichan folgt ihm und schaut. Es war mein Zelt, meine Herde von Hirschen. Kovshichan erinnerte sich und entschied sich, ihm eine Lektion zu erteilen. Der Winter kam. Alles war gefroren und in Schnee bedeckt. Kovshichan ging in den Wald, um ein Loch fürs Jagen zu graben. Und dann kam ihm der Plan zur Bestrafung des Fuchses. Gehen wir die Wildschweine zusammen jagen? Oh, es macht zusammen mehr Spaß und man findet sie leichter. Der Fuchs war so glücklich, er rannte zuerst vor. Wo sind deine Wildschweine? Es sieht so verlassen hier aus. Und der Fuchs fiel in das Loch, welches mit Schnee bedeckt war. Kovshichan, gib mir das Seil vom Zelt. Ah, du bleibst hier. Ich werde zu Tode frieren. Hast du vergessen, wie du meine Hirsche gegessen hast? Bleib hier und denk darüber nach. Kovshichan ist keine böse Person. Und der Fuchs ist sein Nachbar, auch wenn er ein Lügner ist. Er ging zum Zelt, um das Seil für den Fuchs zu holen. Der Fuchs saß im Loch, frierte. Und dann plötzlich... Ah, da bist du! Geh lieber weg und lass mich alleine. Sag mir, was du hier machst, oder ich hau Schnee auf deinen Kopf. Okay, okay, ich sag's dir. Ich habe es nicht geschafft zu jagen. Also entschied ich mich, zu den Geistern zu sprechen. Kannst du mit den Geistern für mich sprechen? Natürlich. Kannst du mir einen dicken Stock holen? Es wird mir helfen, mit den Geistern zu sprechen.
Es wird mein Stab sein. Das Wildschwein brachte einen kleinen Baum und warf ihn ins Loch. Währenddessen kletterte der Fuchs hinauf und flüchtete aus der Falle. Gut. Kovshichan kam mit dem Seil zurück, schaute ins Loch. Kovshichan hatte so Angst, dass er seinen Nachbarn getötet. Oh, dieser Fuchs, ich kann ihn nicht austricksen, aber dieses Mal. Gut, ich bin auch kein Verlierer. Der Fuchs sieht das Zelt des Bären in der Lichtung. Der Mutterbär ist in diesem Zelt. Er wartete, bis der Mutterbär wegschaute. Der Fuchs war gerade dabei, den Honig zu essen. Und dann sah er hungrige Wölfe. Da sind so viele von euch. Und der Honig würde nicht einmal für mich genügen. Was tust du hier? Hab mich entschieden, etwas Leckeres zu essen. Und wie das? Bring es uns bei. Ihr müsst euren Schwanz zwischen euren Zähnen tun und dann zubeißen. Dann kommt das leckere Fett raus. Die hungrigen Wölfe bissen so hart zu. Und was ist das? Du wirst uns nicht entkommen! Der Fuchs rannte zu den Camps und zog einen Fellmantel an, zog die Kapuze über und ging ins Zelt. Kovshichans Freunde wollten gerade essen. Das leckere Wildschwein. Da ist Kovshichan selbst. Er kannte den Fuchs nicht im Mantel. Der Fuchs sah die Wölfe. Was soll ich machen? Er weinte so laut und tat auf Angst. Das sind Wölfe, Wölfe! Wölfe! Da ist mein Nachbar, der Fuchs. Er aß alle meine Hirsche. Holt ihn euch! Der Fuchs kletterte den Baum hinauf und die Leute mit dem Feuer umzingelten ihn. Der Fuchs weinte. Feuer, Feuer, verbrennt mich nicht! Habt Gnade, lasst mich am Leben, klein, aber am Leben. Die Leute sahen, was aus ihm geworden ist und lachten. Kovshichans Lacher war am lautesten. Und unser jetziger Fuchs kommt vom originalen Fuchs. Der Trickster rot, wie wenn sie mit Feuer brennen würden. Und darum haben sie auch Angst. Vor Leuten und Wölfen. Heute Morgen.
Boden. Richtig, ich werde einige Piraten machen. Hey, Alter, was willst du auf den Piraten haben? Was? Mit Äpfeln? Dann geh und fang den Fisch selbst. Miau! Mit Fisch? Piroggen mit Fisch? Wohin ist unsere Alte gegangen? Wie groß du geworden bist. Oh, Weide, Weide! Oh, was für ein alter Trottel ich bin. Ich habe meine Angel zu Hause gelassen. Oh, Basil, vielen Dank, mein Freund. Ich bin nutzlos ohne die Angel, du weißt das. Hey, Alter, was ist heute als Köder dran? Die Fliege ist der Köder natürlich. Oh nein, ich esse keine Fliegen. Du weißt, dass ich Speck mag. Speck? Na dann, viel Glück. Den kleinsten werde ich Basil geben. Er hat viele Fische gefangen. Oh, oh, oh. Väterchen Frost. Oh, ja. Oh, richtig. Das Hemd ist überhaupt nicht bequem. Und jetzt bin ich tot. Ach du meine Güte, die tote Füchsin. Oh, wirklich tot. Sie wird ein toller Kragen sein. Hier. Oh, Frau, ich habe den Fisch gefangen und dir ein Geschenk mitgebracht. Den Kragen aus einer toten Füchsin. Wo ist der Kragen? Wo ist die Füchsin? Wo ist der Fisch? Oh, du alter Narr, wo ist alles? Hallo Füchschen, was machst du da? Bist du blind? Ich esse den Fisch. Willst du auch etwas? Soll ich es dir geben? Oh, wo hast du das Hemd her? Und wo hast du den Fisch her? Im Winter. Wo habe ich es her? Ich habe ihn selbst gefangen. Mit meinem Schwanz. Mit deinem Schwanz? Kannst du mir das beibringen? So, hm? Beibringen? Das ist einfach. Du gehst näher zum Fluss, steckst deinen Schwanz rein und sagst, oh, ich werde alle Fische fangen, die kleinen und die großen. Oh, ich werde alle Fische fangen, die kleinen und die großen. Das ist es. Ich werde versuchen, es nicht zu vergessen. Oh, ich werde alle Fische fangen, die kleinen und die großen. Ich muss es aufschreiben, sonst vergesse ich es. Oh, ich werde alle Fische fangen, die kleinen und die großen. Hör mal, warum brauche ich den kleinen? Ich will den größeren Fisch und den größten. Oh, das ist es. Oh, sei still, sei leise. Hey, Wolfi, was ist der Köder? Dein Schwanz? Oh, sei still, sei leise. Du erschreckst alle Fische weg. Siehst du nicht? Mein Schwanz? Nein, ich mag keine Schwänze. Ich mag Speck, Speck. Oh, na. Oh, wenn ich Speck hätte, würde ich hier nicht sitzen. Du solltest mit deinem Kopf denken. Oh, viel Glück dann. Oh, ich werde alle Fische fangen. Den größten. Friere diesen Schwanz ein.
Friere diesen Schwanz ein. Und bist du das, Fuchs? Was murmelt dir da? Ich helfe dir, mehr Fische zu fangen. Alle Fische aus dem Fluss. Haha. Oh, stimmt. Ich spüre sie schon. Oh, Frauen, oh, Frauen. Oh, Frauen, bitte, bitte. Frauen, bitte. Was machst du? Oh, das ist ein schöner Kampf. Mit dem Joch. So großartig. Oh, nun, solange ihr hier beschäftigt seid, gehe ich lieber ins Dorf. Oh, das ist ekelhaft. Oh, armer Wolf. Oh, du hast genug gelitten. Ich habe so viel gelitten, dass ich meinen Schwanz verloren habe. Ich habe keinen Schwanz mehr. Oh, gar kein Schwanz. Das... Über was seufzt du, du alter Narr? Wo ist dein Fisch? Wieder fliegen als Köter? Ich habe dir von Schmalz erzählt. Oh, welcher Fisch ist entkommen? Los geht's! Nichts entkommt. Der Krieger und ohne Schwanz. Fuchs, was hast du getan? Jetzt bin ich ohne Schwanz, ganz ohne. Und diese Frauen haben mich verprügelt. Ich hatte Schmerzen. Du denkst, du hast Schmerzen. Ich hab Schmerzen. Siehst du, wie sie mich verprügelt haben, sodass mein Gehirn draußen ist? Oh, was soll ich jetzt denken? Oh, es tut so weh. Gehirn draußen? Bist du verrückt? Oh, armer Fuchs. Okay, du kannst auf mir reiten. Ich gebe dir eine Mitfahrgelegenheit. Ja, bitte. Derjenige, der nicht verprügelt wurde, reitet denjenigen, der verprügelt wurde. Was murmelst du da oben? Oh, ich bitte dafür, dass deine Wunden schneller heilen. Derjenige, der nicht verprügelt wurde, reitet denjenigen, der verprügelt wurde. Oh, wohin bringst du mich? Natürlich ins Dorf. Dort werden sie dich heilen. Bring mich nicht ins Dorf. Ich fühle mich plötzlich besser. Sei geduldig. Ich habe einen Freund im Dorf. Den alten Mann. Er wird dich heilen. Ich möchte nicht geheilt werden. Ich fühle mich jetzt viel besser. Besser als vorher. Du fühlst dich jetzt besser. Was ist, wenn es dir später schlechter geht? Schatz, schau. Da ist dein Halsband. Das ist Glück. Oh Gott, armes Ich. Fang sie ein. Fang den Rotfuchs. Oh, das ist echtes Schmalz. Hier gibt es viele Flusskrebs. Du weißt, sie überwintern hier. Und ich erinnere mich, wie ich vor 2 Wintern den größten Fisch hier gefangen habe. So groß. Ich gebe dir mein Wort dafür. Wie groß war er? Warte, was? Was war der Köder? Fliegen? Haha, natürlich nicht. Es war Schmalz. Ich gebe dir mein Wort dafür. Ich erinnere mich, wie ich letztes Jahr hier viele Flusskrebse gefangen habe. Du weißt, sie überwintern hier.